Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von dem Supermarkt-Simulator. Weiter geht's mit der Reise. Wir stellen mal ganz kurz die Preise neu ein. Der Kuchen braucht auch noch einen. Ich weiß nur nicht, welcher der Kuchen ist. Ich meine der hier. Jop. So, dann gucken wir mal ganz kurz ins Lager. Wie es dort aussieht. Doch, alles gut. Das Lager ist leer. Aber wir hatten ja auch ein paar Sachen noch bestellt. Gucken wir mal. So, wir machen den Laden natürlich auf. Alles andere ist Blödsinn. Wir wollen ja noch weiter Geld verdienen. So, Olivenöl kommt hier rein. So, wir geben ein bisschen Gas. Mal wieder, wie immer, wie auch immer, dass wir dann gleich die neuen Produkte uns kaufen können. Also wir haben nämlich 2000 Dollar auf dem Konto. Da oben wäre die Cola gewesen, die ich jetzt auch da eingeräumt habe. Interessant. Also irgendein Produkt haben wir jetzt viel zu viel drin. Also die Cola, aber irgendeins haben wir wohl zu wenig drin. Ach, egal. So, genau, also... was wollte ich sagen? Genau, da waren wir stehen geblieben. Also, wir räumen jetzt kurz ein. Wir gucken da nochmal ganz kurz durch, was wir dringend brauchen. Also, ich meine jetzt wirklich dringend. Also, Glasspüler, Orangensaft, Süßigkeiten. Orangensaft, Süßigkeiten, Glasreiniger. Noch irgendwas, was ganz dringend ist. Das hatten wir. Das ist noch gut. Jo, okay. Ich glaube sonst die Sixpacks. Reis. Okay, warte mal. Da machen wir von denen nochmal mehr. Da. So, kaufen. So, räumen wir ganz kurz nochmal ein. Und dann werden wir uns um neue Produkte kümmern. Wir kommen mit den aktuellen Produkten schon nicht zurecht. Also brauchen wir auf jeden Fall neue. Ich glaube aber, die Anzahl der Menschen im Laden hat was mit der Anzahl der Größe, also der Größe des Ladens zu tun. Also wir haben jetzt immer mehr Produkte reingenommen. Aber die Anzahl der Kunden ist nicht höher geworden. Also nehme ich mal ganz stark an, sobald die Größe sich ändert, ändert sich auch die Anzahl der Kunden. Okay, die Kiste, die triggert mich halt so stark, das glaubt man nicht, ne? Junge, ich finde mich ja hier gar nicht mehr zurecht. So, raus damit. Okay, jetzt können wir mal gucken. Also, wir kaufen uns die neue Lizenz. Verwaltung, das reicht noch. Lizenz, das da. Neue Produkte. Wir gehen mal ganz kurz nach unten. Wir haben Butter, Kühlschrank ist noch Platz. Das weiß ich. Müsli, Regal ist noch Platz. Das weiß ich. Gefrierschrank. Das haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht. Heißt also, wir kaufen uns jetzt einen Gefrierschrank. Hier haben wir noch Kartoffelsack. Okay, nehmen wir die zwei mit. Kaufen. So, jetzt bin ich aber über mir. Jetzt glaube ich, bin ich am überlegen, ob wir so viel Platz überhaupt haben. So, das. Aber müssten wir eigentlich. Kartoffelsack. 5,32. Ey. Da müssen wir gleich was löschen. Die Butter. Da unten war nämlich noch ein Plätzchen frei, das wusste ich nämlich. So.
Okay, haben wir auch. Die können wir auch noch mal ganz kurz da einräumen. Da werden schon die Kartoffelsäcke gekauft. So, das räumen wir hier rein. Da. Hier. Ah ja. Na gut, okay, den möchte ich jetzt tatsächlich nicht so genau unter die Kontrolle. Nee. Nein, ich habe keine Fragen. Ich habe auf keinen Fall Fragen. Auf gar keinen Fall. So. Okay, das räumen wir auch nochmal weg. Das räumen wir weg. Das räumen wir weg. Okay, wir haben 3 neue Produkte. Gut. Wir brauchen... So, dann machen wir es halt so. Das sind halt aber auch nur 2, ne? Alter Schwede. Okay, ich glaube, wir müssen Kartoffeln doch mal umpflanzen. Ich muss nochmal Kartoffeln kaufen, auf jeden Fall. Also, wir kaufen nochmal 2x Kartoffeln. Hoppala. 1, 2. Dann brauchen wir Pommes, Pizza, Gefrierstingen. Und dann brauchen wir eine Gefriertruhe oder 2. Ich glaube, 2 sind's. Ich glaube, 2 sind's. In eine passen... immer nur 2 Produkte rein. Hoppala, wir hängen irgendwo fest. So. Das ist Nummer 1. 9,32 €. Okay, ich glaube, wir brauchen ein paar mehr davon. So, warte mal, die Kartoffeln. So, die Kartoffeln waren jetzt eigentlich tatsächlich nur wirklich dafür da, dass wir das dann nochmal setzen können. Ah, diese Tür, Alter. So, Pizza für 5,13 €. Okay, da passen wirklich viele rein, ne? Aber wir machen trotzdem 2. So. Okay, das kann weg. Die Pizza kann auch weg. Die lagern wir natürlich hier ungekühlt, ne? Das ist klar. So, die Kartoffeln können da rein. Die Fritten bleiben hier. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Gefrierer. Einen neuen Gefrierer noch, bitte. Den da. Da müssen wir nochmal auf Produkte. Wir brauchen auf jeden Fall 2 davon, 2 davon, 2 davon, 2 hiervon. Können wir nicht mehr, weil voll. Okay, 19 Uhr, können auch nichts mehr machen. Junge, was? Okay, ja. Jetzt warten wir kurz, dass die Menschenmasse hier raus ist. Ich weiß gar nicht, wir haben 2 Kassen und es wird nur einer benutzt. Das finde ich ein bisschen traurig. Das finde ich ein bisschen traurig. Ich habe gerade nochmal einen Umbauplan. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Gab es nicht so eine umgedrehte Kasse? Ja. Eine umgedrehte Kasse. Können wir die hier dann verkaufen? Eine von denen? Oh, gebt doch mal Gas, Junge. Oh. Piep, piep. Das würde alles so viel schneller gehen. So, tschüss. Ja, ja. Was, kein Bleichmittel? Wait a minute. Warte mal. Boah. Also, Nudeln, Thunfisch, Toilettenpapier. Nudeln, Thunfisch, Toilettenpapier. Nudeln, Thunfisch. Thunfisch war hier drin.
Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Ich bin ehrlich, Thunfisch. Wo ist denn hier Thunfisch? Das ist Parmesan. Nudeln, Thunfisch. War Thunfisch hier nicht mal drin? Da. 5. So. Nudeln. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Warte mal. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Butter. Butter fehlt ja, genau. So, Butter. Und die Nudeln. Nein. Nein. Welche Nudeln? Die hier? Nee. Dann wohl die anderen. Dann da, die da. 7,82. So, okay. So, warum hast du jetzt eben gesagt Bleichmittel? Bleichmittel ist ja wirklich nichts mehr da. Ach, ich hatte die hier. Ah, jetzt ergibt es Sinn. Ich glaube, ich hatte hier. Warum kann ich die denn nicht ablegen? Dann leck mich doch, dann bleib da drin. Ich hatte hier Bleichmittel, glaube ich, noch drin. Also, wir brauchen dreimal Bleichmittel. Bleich. 1, 2, 3. Achso, wir sind immer noch voll, ne? Fuck you. Bleichmittel. 1, 2, 3. Wir gucken noch ganz kurz, was wir noch brauchen, dringend. Also dringend, dringend. Oh, weiße Nudeln. Weiße Nudeln und weiße Cola. Weiße Nudeln, weiße Cola. Weiße Nudeln, weiße Cola. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und dann kaufen wir das noch. So, wir machen den Laden. Okay. Wir machen den Laden auf. Kartoffeln. Da rein. Wo ist denn... Das sind auch Kartoffeln. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal. Nochmal Kartoffeln. Scheiße, wie viele Kartoffeln habe ich denn bestellt? Verfluchte Scheiße. Das war auch wieder was Falsches. Ich suche eigentlich... Ah, genau dich habe ich gesucht. So, rein damit. Rein damit. Achso, das sind die Pommes. Dann könnten wir eigentlich das mal ganz kurz aufstellen. Und zwar hierhin. Sub. Und die Pommes da eben rein. Ich stell das ab. 6,09 Euro. 6,09 Euro. Gut. Und die andere Seite machen wir auch noch voll. Perfekt. So, okay. Nein, ich will die nicht absetzen. Ich will die in den Müll schmeißen. Danke. Alter Schwede, wir haben... Boah, Pizza, 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 Pizza. Pizza? Pizza? Ach da, Pizza. Pommes, die hatten wir noch nicht eingeräumt, das weiß ich. Nudeln? Eieiei. Also langsam, also so langsam ist es ja richtig Stress hier, ne? Also vor allem, wenn man hier neue Produkte einpflegt. Also, Himmel. Nee, da rein. Und die zwei Schlaubi-Stumpfe hier tun ja so oder so immer noch nichts. So habt ihr dann... Okay, die Dingsbums haben wir auch schon eingeräumt, das ist gut. Okay, oh, Sprite fehlt auch gleich kompletto. Sprite fehlt auch gleich kompletto. Wir müssen gleich mal Bestandsaufnahme machen. Was wir denn also so noch brauchen? Wie Regal ist voll, ich wollte schon sagen. Okay, Bestand auf... Ach, da habe ich auch schon wieder komplett leer gesehen. So, das ist auch wieder rein. Dann haben wir hier noch mal Kartoffeln. Natürlich. Wir haben ja schon so wenig. Also, wir brauchen Thunfisch, wir brauchen... Thunfisch. Wir brauchen Thunfisch. Kann ich mir das Ding nicht da hinten hin... Ja,
Hecken hocken? Wäre das nicht sinniger? Ach komm, das passt da nicht rein, oder was? Das passt da nicht rein, oder was? Würde das denn... Ne, würde auch nicht passen. Kann ich das hier draußen hinstellen? Nö, auch nicht. Schade. Okay, schade. Okay, gut, fangen wir unten an. Also wir brauchten auf jeden Fall Thunfisch, Mozzarella, Parmesan. Klack. Wir gehen einkaufen. Also Thunfisch, Parmesan. Da oben. Dann nochmal Thunfisch. Thunfisch wird auch direkt eingeräumt. Heißt also Regal wohl leer. So. Mozzarella. Da unten. Ich weiß, ich spreche das ganz komisch aus. Ich weiß nicht. Ich hab halt ein Sprachproblem. Es tut mir leid. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich sag das immer wieder. So. Dann haben wir die Parmesan nochmal. Da oben. Okay, was fehlt hier? Reis, Nutella. Reis, Nutella. Check, check. Reis, Nutella. Reis und Nutella. Nutella. Reis. Da. Und Sprite habe ich eben noch gesehen. Jungs, kauft mal ein bisschen mehr ein. Und schneller und alles. Oh. Klopapier. Kann das sein, dass Klopapier auch wieder mangelt ist? Ne, da wäre noch welche drin. Okay, hier hat jemand halt 5 Pakete Klopapier gekauft. Ich kann ja nichts dafür. Aber warte mal, machen wir das. Oh, ich häng fest. Okay. Machen wir kurz das Licht noch an. So, da kommt die Sprite rein. Hier kommt die Sprite rein. Hier kommt das Nutella hin. Nochmal. Nochmal. Und Reis. Und die Regale da vorne sind halt auch komplett leer, ne? Ich glaube, das ist das Klopapier, was da fehlt. Wir haben 4 Pakete. Oder sowas. Dam da dam 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 dam. Da da dam 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 dam. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Klopapier. Und Honig. Rest. 6 mal Klopapier und Honig. 6 mal Klopapier und der Honig, der Rest. Der müsste doch eigentlich auch hier gewesen sein, oder nicht? Ach da. Blind. Oh nee, jetzt fehlen wieder 100. Komm. Ja. Wir brauchen 570. Haben wir hier ein großes. Oh ja, perfekt. Perfekt. So, Klopapier. 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 Dam, dam, dam. Ja. Hab ich ja schon in der letzten Folge. Also so jemand, der hier noch ein bisschen mit wegräumt, das wäre schon geil. Aber leider ist nicht. Wir müssen so oder so mal gucken. Wir sind jetzt Stufe 26. Das Ziel, was ich auf jeden Fall habe. Also, jeder hat ja so ein Ziel in seinem Spielchen. Ich habe das Ziel, wir haben hier eine Errungenschaft, die besagt, kaufe alle Upgrades. Okay. Kaufe alle Upgrades. Und das ist natürlich, was ich gerne machen würde. Das ist auf jeden Fall eins der Ziele. Heißt also, wir werden müssen. Und ich möchte die natürlich dann auch alle auch richtig bedienen. Also anbieten. So hört sich besser an. Anbieten.
bedeutet also, wir haben da schon noch ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Wir haben da schon noch ein bisschen was zu tun. Zweimal Dingsbums hier, Bleichmittel. So, und was ist hier hinten? Hier müssten wir auch mal reingucken. Aber hier sieht es eigentlich ganz okay aus. Bis auf wieder die Sixpacks hier. Gut. Bestellen können wir nicht, weil 21 Uhr. Was soll das für eine Haarschleifhabe sein? Wir haben keine Truthähne mehr. Okay, wir haben gar keine Truthähne eingeräumt. Belastend. Belastend. Scheiße. Okay. Gut. Dann müssen wir wohl hier nochmal zwei Kuchen wegnehmen. Und zwei Truthähne kaufen. So. Okay. Ist aber noch nicht fertig. Aber ich muss sagen, also so ist der Aufbau, finde ich, den mega. Also so gefällt er mir. Also gefällt er mir sogar sehr gut. Ich konnte kein Hähnchen. Ja, das ist mir auch bewusst. Ich habe es mir auch gerade eben aufgeschrieben. Es tut mir leid. Aber dafür haben sie ja bestimmt alle anderen Produkte gefunden, die sie haben wollten. So, und du gibst jetzt mal ein bisschen Gas hier. Genau, bezahlen mit Karte und dann raus hier. Wir haben Feierabend. So. 45 Kunden, 4 haben nichts gefunden. Wir haben 2225 Einkommen gemacht. Wir haben aber auch super Fehler gemacht. Okay, aber das sieht doch ganz gut aus. Ich sage bis hierhin. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage bis dahin, habt einen schönen Tag und tschüss.